Leute, was geht? Immer mehr Männer wachen auf. Immer mehr Männer erkennen, dass es sich nicht mehr lohnt, wie früher mal, sich mit einer Frau zu binden. Das heißt jetzt nicht, dass wir Männer gar keinen Bock mehr haben, uns mit Frauen zu binden und sonst irgendwas. Wenn die richtige Frau kommt, sehr gerne. Aber was wir leider hier sehen, ist, dass 90% der Frauen einfach kein Dating-Material sind, kein Heiratsmaterial sind, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich würde auch, es geht in beide Richtungen natürlich, ja, jetzt ist das Thema halt einfach mal, dass Männer immer mehr aufwachen. Ich habe schon genug Videos gemacht, auch über Männer, dass immer mehr Männer auch weich werden und sonst irgendwas. Aber das Problem, was wir hier sehen, ist, wenn wir mal in die Gesellschaft gucken, die Scheidungsraten gehen hoch, die Unzufriedenheit geht hoch in den Ehen und sonst irgendwas, die Leute gehen fremd und sonst irgendwas, Frauen gehen genauso fremd wie Männer, ich will hier auch nichts hören, oh, Männer gehen mehr fremd. Statistisch gesehen gehen Frauen genauso oft fremd wie Männer. Es ist 50-50. Ihr wollt euer 50-50, hier habt ihr es. Deswegen, Männer wachen immer mehr auf. Es lohnt sich nicht mehr, hier Mr. Romantic, Mr. Perfect, Mr. Right zu spielen für die Frau und sowas. Es ist ein undankbares Game, denn sie kann irgendwann sagen, einfach so aus dem Nix, oh, ich fühle nichts mehr, ich liebe dich nicht mehr, verlässt dich einfach. Und du stehst dann da ohne etwas, ja, verlierst dein Haus, deine Kinder, deine Tiere, dein Hab und Gut, dein Geld, alles. Du verlierst alles. Die Rechte oder die Regeln, die Gesetze sind eher für die Frau. Das heißt, Sorgerecht kriegt er die Frau. Ja, Unterhalt kriegt er die Frau. Die Gesetzregelungen sind eher auf die Frauen gerichtet. Auch wenn du noch so ein toller Vater bist und du bist so sehr für deine Kinder da und sonst was, die Scheidungsraten sind so hoch, es lohnt sich nicht mehr, sich mit einer Frau zu binden. Es lohnt sich einfach nicht mehr. So, allein schon, wenn du dann auch so kommst und sagst, ey, wie wär's mit einem Ehevertrag? Da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Oh, vertraust du mir nicht? Oh, liebst du mich nicht? Oh, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du keinen Ehevertrag wollen und bla 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 bla. Ey, es geht um Sicherheit. Das heißt nicht, ich rechne damit, dass du mich verlässt, aber für den Fall, dass es passiert, wäre es schon besser, wenn man sicher ist. Ich habe es so oft erlebt. Väter, die es verboten bekommen, ihre Kinder zu sehen von der eigenen Mutter. Die eigene Mutter hält den Vater so weg. Die eigene Mutter entzieht dem Vater die Kinder und verbietet ihm, seine Kinder zu sehen und so. Ich hab's in real life erlebt. Hab mir damals schon gedacht, schon als Kind, wo ich das alles erlebt habe und sonst was, habe ich mir schon gedacht, niemals werde ich mich mit so einer Frau binden. Niemals. Eine Frau, die ständig Probleme macht, ständig Kopfschmerzen bereitet und keinen Frieden bringt, nicht kocht, nicht putzt, nicht backt, nicht gar nichts, ich mach gar nichts. So, wie sind die heutigen Frauen? Wie sind die heutigen Frauen? Die sind genau so. Wollen nichts machen, aber verlangen alles. Wollen nichts auf den Tisch bringen, aber verlangen, dass der Tisch immer voll ist. So, wie soll das gehen? Du willst doch hier dein 50-50. Du willst doch hier Gleichberechtigung und sonst was. Aber die wollen nur Gleichberechtigung, wenn es ihnen zugunsten kommt, aber wenn es dann heißt, ey, du musst aber auch was geben, ey, nee, dann will ich wieder Frau sein, dann will ich wieder Lady sein und dann will ich ja wieder Ladies first und dann will ich wieder Lady-Treatment und sonst irgendwas. Ey, sei erstmal eine Lady, dass ein Gentleman zu dir kommen kann. Ja, aber viele sind keine Ladies. Deswegen dieses ganze Gentleman-Treatment und so geht auch immer mehr weg. Und schuld sind die Frauen. Warum? Weil sie zu unsicher sind. Viele Frauen, die wissen gar nicht, was die wollen, laufen da rum wie ein Huhn mit abgetrenntem Kopf, ja, wissen überhaupt gar nicht, wo lang es gehen soll, leben einfach just for fun
und sowas. Und irgendwann kommt dann die Wall, ja, mit 30 kommt dann die Wand und dann merken sie, sie haben lauter Fehler gemacht und hätten lieber sich mal einen gescheiten Typen angeln sollen, anstatt sich durchnehmen zu lassen von so vielen Typen und ihren Wert, so quasi ihren sexuellen und Dating-Marktwert somit zu zerstören. So viele, die gehen diesen Weg. Die gehen diesen Weg, haben diese schlechte Influence von dieser Musik, die heutzutage gespielt wird. Oh, bad bitch, bad dies, bad das, ja. So, und wie man Männer ausnutzt und sonst was, gucken sich lauter Videos an, auch wie man Männer austrickst, damit man im Date so und so viel Cash bekommt und was es ist. Es gibt so viele, guckt euch mal allein schon nur auf YouTube Videos an. Ja, es gibt so viele Videos, wie Frauen Männer manipulieren können. Mit ihrer Femininität, ja, mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer Zärtlichkeit, mit ihren Reizen und sowas. So oft wie heißt es? Die manipulieren dich mit ihren Reizen, damit sie alles bekommen, was sie wollen. Du kannst die moderne Frau einfach nicht mehr ernst nehmen. Die nehmen sich nicht mal selbst ernst. Die nehmen sich nicht mal selbst ernst. Deswegen, wie gesagt, wenn die richtige Frau kommt, natürlich binden wir uns, sehr gerne binden wir uns, aber die meisten Frauen kannst du einfach in die Tonne treten. Das ist einfach so. Ich würde niemals, niemals, das habe ich mir schon damals geschworen, ich würde niemals eine Frau heiraten, die mir keinen Frieden bringt, die mir keine Ruhe bringt, die mir keinen Respekt bringt und sonst irgendwas. So eine Frau, die ständig respektlos ist, die ständig ihr Maul aufreißt und sich das Maul zerreißt. So, wer will sowas? Kein echter Mann will eine Frau, die einem die ganze Zeit nur Kopfschmerzen bereitet. Deswegen, Frauen, wundert euch nicht, dass ihr irgendwann dann nur noch schlechte Männer abbekommt, weil die geben sich mit dem allem zufrieden. Aber ein echter Mann gibt sich nicht zufrieden mit so einem ganzen Nonsens. Wenn du keinen Frieden bringst, wenn du keine Ruhe bringst, wenn du keine Gelassenheit bringst, wenn du keine Liebe bringst, wenn du keinen Respekt bringst, wenn du keine Zärtlichkeit, keine Wärme bringst, ey, ich bring dir auch nichts. Und viele von diesen modernen Frauen, die wollen auch nichts anderes. Die wollen nicht geliebt werden, die wollen nicht, dass du auf die Acht gibst, weil sobald du dann kommst und sagst beispielsweise, ja, es lohnt sich heute einfach nicht mehr, sich zu binden. Ich sag euch ganz genau, warum. Sobald du dann kommst und willst ihr sagen, so, ey, geh so lieber mal nicht raus und sowas, oh, geh lieber mal nicht mit deinen Freundinnen in den Club, oh, du willst mich kontrollieren, du willst dies, du willst das. Ich habe letztens auch so ein Video gemacht vor ein paar Wochen, wo ich das auch gesagt habe, so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass meine Freundin alleine mit ihren Freundinnen oder sonst was weggeht. Und da habe ich auch was in den Kommentaren gelesen. Dazu sage ich jetzt was. Das Ding ist, wenn eine Frau dich wirklich, 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 wirklich liebt und respektiert, die denkt gar nicht daran, so irgendwie feiern zu gehen oder alleine rauszugehen. Die will alles mit dir machen. Die will dich respektieren. Die will dir diese Sicherheit bringen. Aber diese unsicheren Frauen, diese respektlosen Frauen, die wollen leben, wie als wären die Single, mit all den Benefits einer Beziehung. Dass sie ständig diese Aufmerksamkeit, diese Sicherheit und diese Stabilität von diesem Mann bekommen und sowas, und diesen Schutz von diesem Mann. Aber das sind die Benefits und noch vieles mehr. Ja, finanzielle Sicherheit, alles, ja. Kriegen sie alles. Aber wollen leben, wie als wären sie Single. Also, das heißt, sie gehen mit ihren Freundinnen, ich sage jetzt nicht das Wort, was ich eigentlich sagen will, mit ihren reizenden Freundinnen, sage ich jetzt einfach mal so, ihr wisst Bescheid, ja. Wenn ihr schon länger hier seid, ich habe schon so oft gesagt, diese Punkt, Freundinnen, ja, mit denen gehen die dann raus, mit denen gehen die dann feiern. Und wie gesagt, wie willst du als Mann eine gute Frau finden, wenn 90% der Frauen aussehen wie eine 3 or 4, ja, so wie eine Ho-Ho-Ho, ja, wie willst du da diese Rosine rauspicken, wenn die meisten eh alle gleich aussehen? Deswegen für all die Frauen, ja, aber es gibt noch richtige Frauen, es gibt noch dieses, nicht alle Frauen sind so. Ja, stimmt schon, nicht alle Frauen sind so, aber es ist schwierig, in einer Horde voller falscher Frauen die richtige Frau zu finden, wenn die richtige Frau sich sogar anzieht und aussieht
und was es sich gibt wie eine falsche Frau. Vielleicht ist sie richtig, aber sie hat die falschen Freundinnen. Vielleicht ist sie richtig, aber sie ist in der falschen Umgebung. Vielleicht ist sie richtig, aber sie hat das falsche Umfeld. Ja, und das wird sie auch prägen, weil Frauen sind Follower, Männer sind Leader. Ja, Frauen folgen lieber, als dass sie anführen. Das ist einfach biologisch so. Ja, und deswegen, man sieht es, die Musik, Influence, ja, was die sich da geben auf Social Media und sowas, so viel Influence, so viel negative Influence wird auf die Frauen gepusht. Warum? Weil die Frau die Kinder großzieht und alles. Es geht in so viele Richtungen. Es ist so destruktiv, was hier heutzutage abgeht. Wir sind in einem spirituellen Krieg. So, die Frau wird attackiert. Denn wenn man die Frau attackiert, dann werden die Kinder automatisch mit attackiert. Der Mann wird runtergezogen. Das ganze Haus geht kaputt. Wenn die Frau kaputt ist, das ganze Haus ist kaputt. Aber wenn die Frau ganz ist und der Mann stabil ist, nur dann kann die Familie stabil werden. Aber was wir hier sehen, kaputte Frauen, die Familien gründen, die Familien kaputt machen, ja, gehen irgendwie fremd, ja, haben keinen Bock mehr, lassen sich dann einfach scheiden, nehmen dem Mann alles. Du hast so viel zu riskieren als Mann, du hast so verdammt viel zu riskieren, wenn du dich heutzutage bindest an die falsche Frau. Und so viele, 90% der Frauen sind einfach die falschen Frauen. Und du hast so viel zu verlieren. Dein ganzes Hab und Gut, alles, was du dir erspart hast, alles, was du dir erarbeitet hast, alles, was du dir erkämpft hast, ja, sogar deine eigenen Kinder werden dir den Rücken zukehren. Und was ist alles, was du zu verlieren hast, nur weil du die falsche Frau geheiratet hast. Und immer mehr Männer wachen auf. Es lohnt sich nicht mehr, sich zu binden. Ich promote auch hier keine Ehe und sage, ja, bindet euch und sonst was. Ich sage immer, wenn die richtige Person kommt, dann gerne. Aber solange das nicht so ist, bleib Single. Genieß dein Single-Sein, ja. Verbringe Zeit mit dir selbst, verbringe Zeit mit den richtigen Menschen und konzentriere dich auf dich. Und mach nur was mit Menschen, die auch was mit dir machen wollen. Mach nur was mit Frauen, die was mit dir machen wollen. Und verschwende deine Zeit nicht mit Frauen, die dich eigentlich nicht mögen, die dich eigentlich nicht lieben, die dich nur ausnutzen, die dich nur ausbeuten, die nur Aufmerksamkeit von dir rauben. Weil das machen so viele. Das machen so viele. Du denkst, du hast dir hier jetzt was aufgebaut mit ihr, aber sie nutzt dich die ganze Zeit nur wegen Aufmerksamkeit, wegen Geld oder anderen Ressourcen, nutzt sie dich aus. Ja? Deswegen. Es fehlt einfach an Vätern und das merkt man einfach in dieser kaputten Welt. So, weil die Frauen immer mehr Amok laufen. Ja, du kannst denen nichts mehr sagen. Sobald du ihr sagen willst, ey, wie ich schon eben gesagt habe, so ey, so gehst du am besten nicht raus. Weil dazu wollte ich ja auch noch was sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dazu richtig eingegangen bin, aber ich gehe jetzt mal noch richtig ein. Wenn du ihr dann beispielsweise sagst, so ey, geh so jetzt am besten nicht raus, ja. Dann kommt dieses, oh, du bist kontrollierend, du willst mich kontrollieren, ich mache, was ich will, bla bla bla, du kannst mir nichts sagen. Okay, ist eine respektlose Frau, sie respektiert dich nicht, Hand aufs Herz. Und warum ich das letztens auch gesagt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann und dass ich es nicht will, dass meine Frau alleine irgendwo reizend rumläuft und sonst was mit ihren Reizen und sonst was und sich da auftakelt, habe ich keinen Bock drauf. Weil ich weiß, wie diese Welt ist. Und es geht, ja, es geht um Respekt und, es geht um Vertrauen. Man sollte ja seiner Frau vertrauen. Ich vertraue meiner Frau, aber ich vertraue nicht den Kerlen und den Freundinnen von dieser Frau. Ich vertraue keinem. Ich vertraue dann vielleicht meiner Partnerin, aber ich vertraue nicht den Kerlen, die da draußen rumlaufen und dann meine Frau anmachen. Ich vertraue nicht den Freundinnen von meiner Freundin oder von meiner Frau, die sie dazu bringen, irgendwie fremd zu gehen. Wie oft habe ich so einen Shit erlebt? Wie oft habe ich so einen Shit erlebt? So, und da braucht auch keiner zu kommen, oh ja, das sind deine negativen Erfahrungen. Nein, das ist die Realität. Das ist die Realität. Frauen sind Follower. Die brauchen nur die falschen Freundinnen zu haben. Die sagen, ja, komm, lass feiern gehen. Lass Spaß haben. Ja, scheiß auf deinen Freund. Komm, lass feiern gehen. Lass Spaß haben. Dann gehen die feiern, dann haben die Spaß. Und auf einmal, sie ist irgendwie betrunken und geht aus Versehen irgendwie fremd. Ja, weil die Freundinnen gesagt haben, ja, guck doch den mal an, der ist doch besser als deiner. Oh, mach doch was mit dem, red doch mal mit dem, bla. Wie oft habe ich sowas erlebt? Wie oft habe ich sowas erlebt? Bei Kollegen und sonst. Nicht ich persönlich,
Weil ich mache sowas nicht mit. Ich mache so eine Respektlosigkeit nicht mit. Aber bei Kollegen habe ich das des Öfteren erlebt. Wo ich dann Stories gehört habe, wo ich das hautnah erlebt habe, wie sie mit anderen flirtet und sonst was. Ey, diese Welt ist korrupt und die Frau wurde komplett mind corrupted. Komplett über die Zeit in den letzten Jahren durch Feminismus und durch diese ganzen Agendas, ja, so dass man ihr ja nichts mehr sagen darf, die wurde komplett mind corrupted. Frauen sind heutzutage einfach komplett kaputt. Kaputt. Die moderne Frau ist einfach kaputt. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich habe jetzt bestimmt einigen wieder auf die Füße getreten. Aber ist mir egal, die moderne Frau ist einfach kaputt. Du kannst ihr nicht vertrauen. Du kannst ihr nicht vertrauen. Denn sie ist nicht vertrauenswürdig. Sagt ihr das eine, tut das andere. Sagt, sie will dies tun, tut aber das. Ja, die sind double-minded, ja. Wissen nicht, was sie wollen. Einmal sagen sie, oh, ich will einen guten Mann, dann rennen sie aber immer den falschen Männern hinterher und stoßen die richtigen Männer weg. Deswegen, wenn du heutzutage ein Mann mit Werten bist, achte auf dich, pass auf dich auf, gib dich nicht leicht her, jeder Frau, ja, mach nicht was mit jeder Frau, die dir irgendwie ein Lächeln schenkt und sonst irgendwas, das ist alles nichts wert. So, passt auf euch auf, wenn ihr echte Männer seid und ihr habt was zu geben, ja, ihr seid Männer mit Werten, ja, ihr habt Werte und sonst irgendwas, passt auf Leute, nicht einfach heiraten gehen, damit man heiratet, nicht einfach in einer Beziehung sein, damit man in einer Beziehung ist, weil so viele, die machen das, die sind einfach nur in Beziehungen, damit die in Beziehungen sind, damit die nicht alleine sein müssen und sonst so ein Crap, ja. So, wundere dich nicht, wenn sie dir dann irgendwann fremd geht. Wundere dich nicht, dass sie irgendwann Respekt von dir verliert. Wundere dich nicht, dass sie irgendwann keinen Bock mehr auf dich hat. So, wenn du einfach nur 0815 mit jemandem zusammen bist. Und das ist so oft so. Die Leute wollen nicht mehr in die Tiefe gehen. Die wollen nicht mehr innige, authentische, gute Beziehungen führen. Die wollen einfach nur noch Beziehungen haben, um Beziehung zu haben. So, und das ist sowas von belanglos. Das ist sowas von, ich habe gar keinen Bock darauf. Das ist Zeitverschwendung. Ich habe das schon als Kind gecheckt. Leute sind in Ehen, die lieben sich nicht mal. Respektieren sich nicht mal. Können sich nicht mal sehen, können sich nicht mal leiden und haben Kinder zusammen und sonst was. Die schätzen sich nicht mal richtig. Die respektieren sich nicht mal richtig. Und die Leute wollen mir was erzählen. Oh, du brauchst aber auch mal eine Freundin. Du musst aber auch mal heiraten gehen. Du musst aber auch mal hier eine Beziehung. Was bringt es mir? Außer, dass es mich runterzieht. Außer, dass es mich bremst. Dass es mich langsam macht. Denn das machen so viele Frauen. Sie bremsen dich aus. Sie machen dich langsam. Sie rauben dir deine Energie. Sie kommen die ganze Zeit und wollen nur deine Aufmerksamkeit und sonst was, sind direkt gekränkt, wenn sie keine Aufmerksamkeit bekommen. Die moderne Frau ist süchtig nach Aufmerksamkeit und Kontrolle. So viele sind Kontrollfreaks, sind süchtig nach Kontrolle, nach Aufmerksamkeit und sonst was. Und wenn die das merken, dass sie dich nicht kontrollieren können, dann wollen sie dich nicht. Real Talk. Und ey, ist besser so, Kings, ganz ehrlich. Respektiert euch selbst. Lasst euch nicht von der falschen Frau rumkommandieren und sonst irgendwas. So, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, an so eine Frau sich zu binden. Mit so einer Frau überhaupt irgendwie in einer Beziehung zu sein. Geschweige denn eine Familie gründen. Wie gesagt, habe ich das erlebt. Und die Frau geht hin und entzieht dem Mann die Kinder. Und der Mann darf seine eigenen Kinder nicht mehr sehen. Muss blechen für die, muss bezahlen für die, aber darf sie nicht mal sehen. Ist das richtig? Ist das richtig? Schreibt es in die Kommentare. Ist das richtig, Kinder auf die Welt zu bringen, die du dann später nicht mal mehr sehen darfst? Ist das richtig? Und so viele wollen ihre Kinder sehen. So viele Männer, die wollen ihre Kinder sehen. Die wollen was mit ihren Kindern machen. Die wollen ein guter Vater sein. Aber die toxische Mutter geht dann hin und entzieht dem die Kinder, redet dann nur schlecht über den Vater. Ich habe es selbst erlebt. Mütter reden hinter dem Rücken vom Vater schlecht über den Vater bei den Kindern, damit die Kinder auf die Seite von der Mutter kommen und den Vater hassen. Und ich hab's selbst erlebt. Ich weiß, wie das ist, wenn die Mutter hingeht und redet schlecht über den Vater.
Ich habe es bei so vielen Freunden erlebt. Ich habe das, ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber ich habe das erlebt. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, die moderne Frau ist zerstört. Da ist nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen und wir bilden hier eine Familie, eine Einheit und sind stabil für die Ewigkeit. Ja, so wie man es ja auch in der Kirche dann sagt oder wie man die Ehe dann so schließt, in guten wie in schlechten Zeiten, in Höhen wie in Tiefen, ja, so bis dass der Tod uns scheidet. Diese Worte haben nichts mehr zu bedeuten, Leute. Diese Worte haben absolut nichts zu bedeuten, bis dass der Tod uns scheidet. Was für Tod uns scheidet? Die Scheidungsraten gehen hoch. Was für Tod uns scheidet, bis dass der Tod uns scheidet? Was für ein Bull... Glaubt nicht diesen ganzen Crap. Glaubt nicht diesen ganzen Crap. Ihr denkt vielleicht, ja, weil ihr noch diese Werte habt, ja, wenn ihr euch bindet, dann bindet ihr euch. Ja, aber so läuft diese Welt hier nicht mehr. Die Leute sind so fleedy, die sind so flüchtig. Heute lieben sie dich, morgen hassen sie dich. Heute will sie dich, morgen schmeißt sie dich weg und sowas. Wir haben viel zu riskieren. Wir haben viel zu riskieren. Macht euch das klar, Jungs. Macht euch das klar, Kings. Wir haben viel zu riskieren. Warum unnötig sein Leben riskieren, wenn man sein Leben sicher und stabil leben kann mit sich selbst und den richtigen Menschen um sich herum? Warum die falsche Frau heiraten? Warum in einer Beziehung sein, die es nicht wert ist? So, warum mit einer Dame, mit einer Frau, mit einem Mädchen zusammen sein, die es nicht wert ist, dass du mit ihr zusammen bist? Deswegen komm mit dir selbst klar. Lerne mit dir selbst klar zu kommen, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist das Problem von so vielen Männern. Die kommen nicht mit sich selbst klar und brauchen ständig diese Frauen um sich herum. Wie so eine Mutter. So, bitte pass auf mich auf. Bitte gib mir Liebe. Ey, werd erwachsen, Bro. Werd erwachsen, Bro. Du musst Liebe geben. Ja, Liebe bekommen wir schön und gut, aber wir sind die, die Liebe geben. Wir sind die, die Liebe geben. Sei Liebe und Liebe wird zu dir kommen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Und die richtigen Menschen werden zu dir kommen. Aber wie gesagt, solange du nicht diese eine Perle findest, bleib Single. Bleib Single. Sei nicht dumm. Sei kein Dummy. Sei nicht dumm. Bleib Single. Genieß dein Single-Leben und mach es schlau. Denn heutzutage, es ist so unsicher, heiraten zu gehen, eine Familie zu gründen und sonst irgendwas. Ein falscher Step und ein ganzes Leben ist ruiniert. Dein ganzes Leben ist ruiniert. Die falsche Frau kann dein Leben, wird dein Leben zerstören. Nicht kann, sie wird dein Leben zerstören. Die falsche Frau wird dein Leben extremst zerstören. Extremst. Deswegen, Leute. Das mal so zu diesem Thema. Was soll ich noch sagen? Was soll ich noch sagen? Wenn die Frau dich wirklich respektiert, dann geht die nicht mit ihren Freundinnen die ganze Zeit raus. Dann sagt sie nicht sowas wie, oh, du kontrollierst mich. Oh, nein. Sie respektiert dich. Und sie kommt sogar zu dir. Hey, soll ich so rausgehen? Soll ich das anziehen? Soll ich dies anziehen? Wenn sie dich respektiert, dann wird sie so kommen. Dann wird sie korrekt kommen. Aber wenn sie dich nicht respektiert, wird sie ihr Maul zerreißen, wird sie die ganze Zeit sagen, oh, du kontrollierst mich nicht, oh, ich lass mich nicht von dir kontrollieren, oh, ich lass mir nichts von dir sagen, ich zieh an, was ich will, ich mach, was ich will. Und 90% der Frauen sind heutzutage so. Du kannst denen nichts mehr erzählen. Du kannst denen nichts sagen. Du kannst ihnen absolut nichts sagen. Sie lassen sich auch nichts sagen. Weil sie dann ja denken, sie verlieren die Kontrolle. Ja, deswegen, so wie gesagt, die richtige Frau, die geht nicht in einen Club und muss die ganze Zeit hier diese Aufmerksamkeit haben von all diesen Kerlen und von ihren Freundinnen und diese Bestätigung bekommen. Die sucht nicht nach Bestätigung und Aufmerksamkeit, die sucht nach Sicherheit und Stabilität und Respekt und Liebe. Ja, so die richtige Frau, die versteht, dass wenn man in Clubs geht, dass da irgendwelche besoffene Menschen kommen können, sie anmachen können, dass da gewisse Gefahren sind und sonst was. Weil wie gesagt, ich habe diesen Kommentar gesehen und habe auch nur den Kopf geschüttelt. Ja, ich gehe auch raus ohne meinen Mann und wir vertrauen uns und bla bla bla. Ja, vielleicht kommst du aus einer anderen Generation und ihr könnt euch vertrauen und das alles schön und gut. Aber heutzutage
Dating-Apps, ja. So auf einmal, sie schreibt auf einer Dating-App mit einem anderen, trifft sich in diesem Club mit einem anderen. Was weiß ich, was da alles passiert? Was habe ich nicht schon alles selbst erlebt? Was habe ich nicht schon selbst alles gesehen? Ja, Frauen, die in Beziehungen sind, ja, sind trotzdem auf Dating-Apps, ja. Und Leute sind in offenen Beziehungen. Es ist ein Witz. Es ist ein absoluter Witz, was hier alles abgeht. Oh, ich bin in einer offenen Beziehung. Ja, so sind in Beziehungen, aber doch nicht. So, warum verschwendest du deine Zeit? Warum verschwendest du deine kostbare Zeit? Deswegen, die richtige Frau wird dich verstehen, die wird dich respektieren, die wird dich lieben, dass du so bist, dass du auf sie Acht gibst, dass du sagst, ey, nein, so gehst du am besten nicht raus. Und sie sagt, ah, okay, ja, stimmt, hast recht. Und ich lass mir nichts sagen und sonst was. Und so, oder die richtige Frau wird auch verstehen, wenn du zu ihr sagst, so, ich glaube, deine Freundinnen sind kein guter Umgang für dich. Die falsche Frau wird dann sagen, du willst mich hier kontrollieren, das sind aber meine Freundinnen. Dödödödö. Ja, die richtige Frau wird sich darüber Gedanken machen und wird es vielleicht sogar einsehen. Ja, das heißt nicht, wir wollen dich kontrollieren. Nein, wir wissen einfach nur, was das Beste für dich ist. Und wir wollen das Beste für dich, weil wir diese Beziehung am Laufen halten wollen, weil wir diese Beziehung retten wollen, weil wir diese Beziehung hier führen wollen. Und viele, die entscheiden sich lieber für ihre Freundinnen als für die Beziehung. Die auch, wenn die irgendwie männliche Freunde hatten, so, er wählt sie dann ihre männlichen Freunde als dich. Du bist mit ihr in einer Beziehung, aber sie will mehr mit ihren Freunden sein. So, ey. Nicht um zu sagen, sie darf niemals mit ihren Freunden sein und darf absolut mit keinem Mann reden oder sonst was, aber bleib weg von Frauen, die männliche Freunde haben, die die ganze Zeit nur am Feiern sind, die die ganze Zeit nur raus müssen, die ganze Zeit sich präsentieren müssen, die sich da auftakeln müssen und sonst irgendwas, diese Aufmerksamkeit suchen und sonst was, weil diese Frauen werden dein Leben zerstören, extremst. Die werden extremst dein Leben zerstören. Die werden dich sowas von aufhalten, stoppen, bremsen. Ja, so. Deswegen, die moderne Frau ist einfach nur noch eine pure Ablenkung. Ich sag's euch ehrlich. Es sind nur noch Ablenkungen. Ja, es ist selten, dass mal eine Frau kommt und sie macht dich besser. Und sie pusht dich. Und sie motiviert dich. Und sie lenkt dich in die richtige Richtung. Selten. Wenn du diese Frau findest, gerne kannst du dich binden. Natürlich, binde dich. Ja, aber wenn du merkst, sie hält dich auf, sie äfft dich ab, sie bringt dir keinen Frieden, keinen Respekt, keine Wertschätzung, ja, wie heißt das andere Wort, keine Dankbarkeit. Viele sind so undankbar, die sind so entitled, die denken, die haben alles verdient, ohne etwas geben zu müssen. Und egal was du gibst, ist es nie gut genug. Es ist nie gut genug. Du gibst immer zu wenig. Du gibst immer zu wenig. Viel zu wenig und dann will die mehr und mehr und du merkst, ey, je mehr ich gebe, desto leerer werde ich und desto undankbarer wird sie. Deswegen, Kings, macht euch das klar, wir haben viel zu verlieren. Wenn sie dich nicht respektiert, ja, lass sie gehen. Lass sie gehen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, sollte eigentlich klar sein, so, ey, wenn man in einer Beziehung ist, ist man in einer Beziehung und dann geht man nicht irgendwie alleine feiern und alleine irgendwo in Bars und Clubs und sonst irgendwas. Wofür willst du in Bars und Clubs gehen? Das ist was für Singles. Das ist was, das weiß jeder. Bars und Clubs sind für Singles. Oder wenn du mit deiner Partnerin dahin gehst oder mit deinem Partner. Aber alleine dahin gehen, dann heißt das, du signalisierst, du bist Single. Das ist das einfach. Wer das nicht checkt, wer anders denkt, denk anders. Aber wunder dich nicht, wenn sie dir dann fremd geht. Wunder dich nicht, wenn sie dich dann überhaupt nicht respektiert. Wunder dich nicht, wenn die Anziehung weggeht. Weil sie all diese anderen Optionen sieht und sonst irgendwas. Das heißt nicht, wir sind irgendwie hier insecure. Ja, wir haben hier Komplexe und wir kommen nicht mit anderen Männern klar. Nein. Aber wir wissen, es wird die Beziehung gefährden. Und warum unnötig? Warum unnötig die Beziehung gefährden? Wenn man es doch vorbeugen kann. Warum unnötig gefährden? Warum sich auftakeln, in einen Club gehen? Und da Männer reizen und sonst was und da reizend sein, wenn das doch die Beziehung gefährdet. Darum geht es einfach. Und das sieht der Mann. Die Frauen sehen das oftmals nicht oder wollen es nicht sehen, wollen es nicht wahrhaben. Aber das ist die Realität. Ihr gefährdet so eure Beziehungen.
Wenn ihr in Bars und Clubs geht, alleine mit euren Freundinnen und ihr takelt euch da auf und werdet da angesprochen von Männern, der richtige Mann im richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Pickup-Line. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Es braucht nur der richtige Mann zur richtigen Zeit mit den richtigen Worten zu kommen und die Frau gehört ihm. Ich weiß, was ich sage. So oft gucken mich verheiratete Frauen an und die machen diesen nicht nur Eye Contact, ja, die machen Eye Effen, ja, Eye Effen. Es ist crazy, wie lüsternd und voller Lust und sonst was, die mich angucken. Verheiratete Frauen mit Kindern, während ihr Mann bei ihr ist. Sie guckt mich an, ich bin irgendwo am Arbeiten, ja, da Security und sonst was in diesem Fußballstadion und verheiratete Frauen gucken mich lustvoll an und denken sich, ich will diesen jungen Kerl. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Wie oft habe ich das gehabt? So, und man schreibt einfach mit einer, die einen Freund hat und sonst so. Das ist No-Go. Die heutige Frau hat keinen Respekt mehr vor Männern. Die heutige Frau hat keinen Respekt mehr vor Männern. Und das ist leider Fakt. Frauen haben keinen Respekt mehr vor Männern. Das ist, weil so viele Männer diesen ganzen BS mitmachen. Würden weniger Männer diesen ganzen Nonsens mitmachen, hätten Frauen vielleicht wieder mehr Respekt vor Männern. Aber diese Welt hier, vergiss es. Deswegen, Kings, macht euch das klar. Konzentriert euch auf euch. Und macht nur was mit Frauen, die auch was mit euch machen wollen. Und verschwendet nicht mehr mit eure Zeit mit belanglosen Beziehungen. Oder auch, wenn ihr gerade verheiratet seid und ihr merkt das. Ihr merkt das. Ihr habt noch kein Kind oder sonst was. Beispielsweise auch, wenn ihr Kinder habt. Macht euch das klar. Nichts ist schlimmer, als in einer falschen Ehe zu sein. Dann macht lieber hier Schluss. Und das auch besser für die Kinder. Ihr denkt vielleicht, oh, aber es ist besser für die Kinder, wenn wir zusammenbleiben und bla bla bla. Eure Kinder merken, dass ihr nicht zufrieden seid. Eure Kinder merken, dass ihr unsicher seid. Eure Kinder merken, dass ihr eigentlich euch gegenseitig nicht respektiert, euch nicht liebt und sonst. Die merken das und es färbt ab und es ist nicht gesund und sonst was. Dann lebt man lieber getrennt, aber glücklich als zusammen und unglücklich. Das würde ich dazu sagen. Also, verschwendet nicht mehr eure Zeit mit Ehen, mit unglücklichen Ehen, unglücklichen Beziehungen, toxischen Beziehungen, ja. Sobald ihr merkt, ihr werdet nicht respektiert und die Frau will nicht eurem Programm folgen, lasst sie gehen, denn sie wird euch aufhalten. Genug geredet, wir sehen uns das nächste Mal. Peace out, stay blessed.